Hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr merkt, ich bin richtig enthusiastisch, weil ich weil ich möchte unbedingt wieder auf eure Kommentare reagieren. Ich bin mal so Kommentare durchgegangen, die schon ein bisschen älter sind, so ich glaube so 6, 7 Wochen alt, und da ist mir oft wieder der Vorwurf gemacht worden, wie schon so oft. Ich habe wirklich schon so oft darüber Videos gedreht. Aber ich werde ja nicht müde, ne, das nochmal zu machen. Ich bin schon wieder als geizig betitelt worden und spare an völlig sinnlosen Dingen und könnte doch alles viel einfacher kaufen und einfacher haben, wenn ich mir nicht so viel Mühe machen würde. Oh Leute, das Hähnchen ist nicht im Kühlschrank. Das müssen wir noch mal eben machen, aber da können wir uns ja weiter unterhalten. Wo habe ich denn meine Hausschuhe? Da. Weil es ist alles nass und darf ich jetzt keine nassen Socken haben, brauche ich meine Hausschuhe. Ich wäre geizig und würde das nötige Geld nicht ausgeben für Dinge, die man einfach braucht und die wichtig sind und für die man einfach auch Geld ausgeben sollte. Zum Beispiel auf Qualität, qualitätsvolle Kleidung oder Maschinen oder sonst irgendetwas, wo man sagt, okay, da lohnt es sich, ein bisschen mehr auszugeben. Und ich kann das aber nicht. Also, erstmal kann ich auch nur Geld ausgeben, wenn ich es habe. Ja, was so viel bedeutet, wenn ich Geld ausgebe, muss ich auch erstmal Geld zur Verfügung haben. Das impliziert das, glaube ich, ja. Wenn ich genug Geld hätte, ja, um die nötige Qualität zu kaufen, von der man annehmen könnte, dass sie dann auch lange hält, dass sie frei von Giftstoffen ist bei Klamotten oder ähnlichem, oder dass man, weiß ich nicht, sich einen teuren Friseurbesuch leistet oder sonstiges, oder Privatbesuche beim Arzt oder so, ja, das kann man ja alles sagen, das ist sehr wichtig und darauf sollte man dann auch auf Qualität achten und auch Geld in die Hand nehmen, um sich das zu leisten, um dann auch wirklich eine gute Leistung zu bekommen und auch auf Qualität in dieser Art und Weise nicht verzichten. Das kann alles sein, liebe Leute, aber dafür muss man auch das Geld haben, ja, wenn man kein Geld hat, was man ausgeben könnte für solche Leistungen, ist das schwierig. Wie ihr wisst, haben wir nun mal eine riesengroße Familie. Und klar, ja, es sind alle erwachsen, aber trotzdem gibt es immer mal wieder Bedürfnisse, die befriedigt werden sollen. Und auch für uns ist das alles, dieses Leben, was wir führen, nicht besonders preiswert. Ja, das muss man einfach auch mal so sehen. Und dann muss man sparen. Ja, nun möchte ich aber auch zugeben, dass es mir Spaß bringt zu sparen, dass es mir im Fleisch und Blut liegt. Denn wenn man eine so große Familie hat wie ich, ja, für alle, die vielleicht noch nicht, Hunde kloppen sich wieder, noch nicht ganz so involviert sind und neu auf meinem Kanal sind, ich habe 11 Kinder, ja, 11 Kinder, 9 eigene und 2 Stiefkinder. Klar, der Jüngste ist 18 und da ist auch schon viel natürlich, dass sie sich für sich selbst sorgen können. Aber trotzdem, wir sind keine Familie, die für sich selbst sorgt. Alles ist immer zusammen und wir halten zusammen und jeder gibt jedem und jeder sorgt für jeden. Und dass dann leider auch bei so einer großen Familie vieles auch im Argen liegt, ist, glaube ich, logisch. Es geht nicht alles gut. Der eine oder andere hat mal geschäftlichen Misserfolg, der andere ist selbstständig und dann sind aber viele Mieten zu bezahlen. Dann lief der eine Monat mal nicht so gut. Ich glaube, jeder von euch kann das nachvollziehen. Und die Hälfte meiner Kinder ist selbstständig und hat Berufe, in denen es einfach auch mal sehr, 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 sehr knapp wird, ja, mit der Kasse. Da müssen aber trotzdem Leute bezahlt werden, es muss Material eingekauft werden, weil sonst kannst du die nächsten Aufträge nicht erledigen. Die musst du selbst erstmal in Vorkasse gehen, dann kriegst du dein Geld nicht, dann wird spät bezahlt, dann hast du aber Mieten und Leute zu bezahlen. Also es ist alles nicht so einfach. Und natürlich halten wir als Familie zusammen. Und dass ich dann im Kleinen spare, ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ja, klar, ich könnte mir einen Pullover für 100 Euro kaufen statt für 5 Euro. Da hätte ich dann vielleicht die Garantie,
dass er von den Farben her besser hält, dass ich keine Giftstoffe an meiner Haut habe und dass ich eventuell diese Klamotte auch mein ganzes Leben tragen kann, ja, wo vielleicht sowas verwäscht oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt mich oder sich selbst, ja, das Material. Ich liebe es zu sparen. Ich liebe es. Es ist für mich eine Herausforderung, überall Pfennig zu fuchsen. Das macht mir einfach Spaß, ja. Es ist nichts, was mir Mühe bereitet. Es ist in meinem Blut. Es liegt mir in den Genen, das zu kaufen. Genen, das zu kaufen, was günstig ist. Natürlich, ich weiß, dass Qualität seinen Preis hat, haben muss, ja, weil sonst die Materialien natürlich eingespart werden und an der Qualität der Materialien oder Arbeitskräfte gespart wird. Aber ich liebe es trotzdem. Und ich scheue nicht davor zurück, weite Wege zurückzulegen, um Pfennigbeträge einzusparen, einfach weil es mir Spaß bringt. Ich habe schon mal gesagt, ich betätige mich körperlich gerne, auch wenn ich mich immer wieder aufraffen muss. Das heißt, wenn ich mal von A nach B laufe, um ein Kleidungsstück oder um etwas günstiger einzukaufen, dann mache ich das gerne. Mein Mann tickt da ganz ähnlich wie ich, aber der gibt auch gerne mal Geld aus. Der nimmt auch gerne Geld in die Hand. Also wenn ich dem sagen würde, das und das soll es sein, dann macht er das aus. Überhaupt gar kein Thema. Der kauft sich auch gerne teure Klamotten. So ist es nicht. Oder andere Sachen. Da spart er dann nicht. Oft spart er, aber manchmal auch nicht. Ja, er ist da so ein bisschen so zwiegespalten in seiner Einstellung. Ich jedenfalls spare ganz besonders gerne an Dingen, die mich persönlich betreffen. Ich gebe aus, wenn es für andere Leute ist, also für meine Kinder, ja. Wenn ich einsehe und mit meinem menschlichen Nachvollziehungsvermögen, habe ich da ein Wort kreiert, sehe, dass eventuell ein teureres Medikament besser wäre als die günstige Variante, nämlich natürlich das teurere Medikament, ja, was man in der Apotheke kauft. Wenn der Privatarzt besser ist als der staatliche Arzt, wenn wir jetzt in der Türkei sind, würde ich immer meine Kinder zum privaten Arzt geben, ja, weil ich es einfach möchte, dass das Kind oder mein Fleisch und Blut oder mein Mann oder meine Familie das Beste vom Besten in der Behandlung der Gesundheit oder Ähnliches bekommt. Genauso achte ich natürlich auch drauf, informiere mich, wo sind die Klamotten hergestellt, in welcher Art und Weise sind sie für die Kinder gut. Ich bin aber bei den Klamotten zum Schluss gekommen, ja, zu der Einstellung gekommen, dass ich einfach nirgendwo sicher sein kann. Teure Klamotten haben genauso viel Giftstoffe oft enthalten wie die günstigen. Ganz davon zu schweigen, sind auch die teuren Klamotten oft von Billigherstellern und deren Arbeitskräften produziert worden. Also da bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Ich glaube auch den Nachrichten nicht. Ich glaube auch nicht den Leuten, die mir alles Mögliche erzählen und da irgendwelche Siegel auf ihre Sachen tun. Ich bin ein sehr, sehr skeptischer Mensch, was alles Mögliche betrifft. Und insofern versuche ich tatsächlich bei Klamotten schon günstig einzukaufen und scheue da auch nicht für die Kinder günstig einzukaufen. Die kaufen sich aber meistens sowieso Markenklamotten, wenn sie das Geld dafür verdient haben. Ja, und auch ich kann manchmal nicht anders, wenn mein Kleiner dann kommt und unbedingt jetzt ja nicht mehr. Ne? Aber dann kann ich oft auch nicht anders. Dann kaufe ich ihm auch die Markensachen, ja, weil es eben ja ist eben mein Kleiner und die größeren durften nicht so oft, aber ja, man ist ja doch Mama und man macht es ja dann auch gerne und es ist ja auch kein Problem. Tschuchschukül haben wir es immer geschafft, Alhamdulillah. Aber was ich sagen wollte, für mich ganz persönlich sehe ich es nicht ein, warum ich für eine Klamotte 100 Euro bezahlen muss, wenn ich sie auch für 3 Euro kriegen kann. Ja? Ich finde mich nicht schlecht gekleidet. Klar, die Giftstoffe, die auf der Haut sind oder sonstiges, das ist nicht so schön. Habe ich auch lange mal mich vorgescheut, so auf dem Bazar und so Klamotten zu kaufen, weil man da ganz fiese Dinge von gehört hat. Aber mein Gott, je öfter man das macht, desto weniger denkt man drüber nach und so ist es halt. Ich spare auch an meiner, ich spare auch an meinen anderen Dingen, die ich für mich ganz persönlich Friseur oder Kosmetik oder so ausgebe. Das ist eben meine Passion. Es ist etwas, was es gibt, Leute, ob ihr das glaubt oder nicht, dem bringt es wirklich Spaß. Und es ist nichts, worauf man dann verzichten muss. Ja, dass ich etwas sage, dass ich muss auf irgendetwas verzichten oder irgendetwas fehlt mir. Nein, es ist überhaupt nicht so. Und es ist auch nicht so, dass ich mir nichts
kaufe. Ja, ich habe mir auch schon ganz teures Parfüm gekauft oder ich habe mir auch schon mal ganz teure Markensachen gekauft. Ja, also es gibt ja, ist ja nicht so, dass ich das nicht mache. Also wenn mir irgendwas ganz gut gefällt, dann kaufe ich das auch und mache das auch mal. Ja, oder ich kaufe mir auch mal eine teure, ich habe mir schon mal ganz teures Topfset gekauft und Messerset und auch andere teure Sachen. Ich mag auch schöne Einrichtungsgegenstände gerne. Da haben wir dann auch schon mal ganz viel Geld für bezahlt. Also insofern Dinge, die man haben möchte, dafür gibt man dann auch gern Geld aus und das mache ich dann auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich total auf extrem spare und geizig bin, aber es ist schon so, dass es etwas ist, was mir Spaß bringt und worauf ich auch nicht verzichten muss. Ja, es ist auch manchmal, inat würde man sagen auf Türkisch, es ist auch manchmal eine Herausforderung, nee, das ist das falsche Wort. Ich mache es einfach aus, mir fehlt das deutsche Wort dafür, inat. Mir, also ich kann nicht anders, ja, ich mache es extra, ich trotz, der Trotz in mir kommt raus, ich glaube, das ist das Wort, wenn ich merke, ich werde da verarscht, ne, oder es will mir jemand das Geld aus der Tasche ziehen, obwohl es gar nicht sein muss, dann mache ich das nicht, dann nehme ich lieber das günstige, billige und gehe aber nicht zu dem teuren, ja, weil ich einfach, obwohl ich weiß, dass das jetzt wahrscheinlich sein muss und es müsste auch bezahlt werden, dann mache ich das trotzdem nicht, ja, es muss die Stimmung sein, es muss der Verkäufer oder derjenige, der davon eine Leistung mir geben will, das muss passen. Und wenn das nicht passt, dann kriegst du mich ums Erbrechen nicht. Ich mache das nicht. Ja? Wenn der Mensch mir nicht gefällt oder die Stimmung oder das Ambiente, was das Ganze ausmacht, mir nicht gefällt, bezahle ich das nicht, mache ich nicht. Egal, wie gut das auch sein mag und die Dienstleistung oder was auch immer. Nö, das mache ich einfach nicht. Ich finde das nicht gut, so wie man sich verhält oder ich finde es auch nicht gut, wie der Mensch dann mit mir redet oder so, dann mache ich das nicht. Ja, das ist so ein bisschen so eine Trotzhaltung. Das habe ich leider, aber das kommt dann auch nochmal manchmal zum Tragen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir sparen müssen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir uns alles Mögliche immer toll kaufen können. Da muss man eben auf die Preise achten. Und das haben wir immer machen müssen, unser ganzes Leben. Wir haben nun mal 11 Kinder, Leute. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben das alles alleine hinbekommen, ja. Viele unserer Kinder haben studiert. Viele unserer Kinder sind in hohen Berufen gelandet. Das hat alles wahnsinnig viel Geld gekostet. Ja, wir haben es alles, Alhamdulillah, alleine geschafft, ohne Hilfe. Und ich glaube, darauf kann man stolz sein. Und ich glaube, darauf kann man wirklich zählen. Und das ist doch das Wichtige. Ganz egal, wie oft ich da schon ganz persönlich auf Klamotte verzichten musste, auf Kosmetik oder Sonstiges verzichten musste. Ich habe es, wir haben es geschafft. Meine Kinder sind alle in sehr erfolgreichen, in sehr hohen Berufen tätig. Die haben gute Ausbildungen bekommen, Alhamdulillah. Und das soll mir erstmal einer nachmachen. Das hat alles wahnsinnig viel Geld gekostet. Und da will ich überhaupt nicht drüber nachdenken, was wir da ausgegeben haben für die Kinder. Das muss man einfach alles mal, so muss man mal überlegen, ja. Und das nur geht, wenn man spart und wenn man sparsam ist und wenn man eben nicht so viel an sich denkt, nicht jeden Tag essen geht, nicht jedes Wochenende mit seinem Mann romantisch in einem Hotel ist, ja, oder nicht andauernd Party machen geht oder sich mit Freunden irgendwo zum Essen trifft, das ist doch ganz logisch, ja. Ich glaube, ich war mit meinem Mann in Deutschland essen nur, wenn es wirklich, wirklich nur nötig war. Ja, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, als wir umgezogen sind und da tatsächlich jetzt niemand Essen gemacht hat von den Kindern, dass wir da dann essen gegangen sind oder so. Das ist immer ein exklusiver Grund, warum wir essen gegangen sind. Ich glaube, wir sind noch niemals nur so für mich, also mein Mann und ich, einfach nur so aus Vergnügen, als die Kinder noch klein waren, jetzt hier in Alanya machen wir es öfters, ne? Aber als die Kinder noch kleiner waren, als sie noch nicht erwachsen waren, sind wir noch nie, also noch nie, ja, also einfach nur wir beide romantisch essen. Mein Mann hat es oft das mal angeboten, aber ich wollte nie, ne? Ich habe gesagt, nein, das Geld, diese 100 Euro, die wir da fürs Essen ausgeben, 100 Euro, da kann ich schon wieder einen ganzen Einkauf von machen für die Familie und dann ist sie eine Woche satt, ne? Es war nicht immer einfach, ja, es war wirklich nicht immer einfach. Wir haben oft nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Und dass wir das alles geschafft haben, Alhamdulillah, dafür bin ich dem lieben Gott sehr, sehr dankbar. Und das ist ganz bestimmt keine Selbstverständlichkeit. Und wenn man so ein Leben hatte, wie wir es geführt hatten, ja, mit so vielen Tiefs, ja,
so vielen Tiefs, aber auch wirklich vielen Hochs, ja, dann kann man, glaube ich, irgendwann nicht mehr aus seiner Haut. Es ist einfach in uns drin. Und es ist für mich im Moment, also jetzt, eine sportliche Disziplin geworden, günstige Sachen zu kaufen. Es muss nicht immer scheiße sein, entschuldige bitte den Ausdrucksweise. Ja, du kannst auch wirklich tolle, günstige Sachen kaufen und dann sagen, ja, okay, das war gut. Manchmal auch nicht, ja. Ich würde mal sagen, das hält sich so die Waage. Manchmal ist das auch wirklich nur Schrott. Das schmeißt du dann irgendwann wieder weg. Aber es bringt mir trotzdem Spaß, ja, auch wenn ich es dann wegschmeiße wieder und wenn ich es nicht mehr anziehe oder wenn ich es nicht mehr mag. Aber ich freue mich darüber, wenn ich irgendein Schnäppchen geschlagen habe. Und es ist aber auch so, dass das jetzt wirklich auch nötig war, ne? Um das geleistet zu bekommen, was wir hinbekommen haben. Das ist nicht einfach, ja, wirklich nicht. Und ich glaube, die wenigsten von den Menschen, die schreiben, dass ich geizig sei, haben 11 Kinder großgezogen und haben es geschafft, diese Kinder in hohe Berufe zu bringen, die wirklich nicht einfach sind vom Studium her. Das dauert sehr lange. Es sind sehr lange Studiengänge, die die Kinder haben machen müssen. Und jeden Monat musst du da dann 1.000 € oder so überweisen, weil die eine Wohnung bezahlen müssen. Die studieren nicht in Hamburg, sind alle außerhalb, haben die studiert. Und dann musst du die Wohnung der Kinder bezahlen, du musst Essen bezahlen. Du musst alles Mögliche überweisen und das muss erstmal verdient werden, das Geld, ne? Und wenn der eine fertig ist, dann kommt gleich der nächste. Ja, du kommst ja gar nicht raus. Ist der eine mit dem Studium fertig? Bevor der fertig ist, kommt schon der nächste, der dann auch studieren will. Und dann auch in einer anderen Stadt, ja. Und oder weiß ich nicht was, irgendwas anderes macht, wo er dann Mamas und Papas Hilfe braucht. Also es ist alles nicht so einfach gewesen. Wir haben schon sehr, sehr viel sparen müssen und das müssen wir auch weiterhin, ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir das Geld mit den Händen einfach aus dem Fenster schmeißen können. Es ist auch weiterhin schwer und es ist auch weiterhin vonnöten, sparsam zu sein. Das könnt ihr mir glauben, eben weil wir als Familie zusammenhalten und die meisten oder viele meiner Kinder eben selbstständig sind und eben nicht jeden Monat ihr Geld auf das Konto bekommen. Die Hälfte der Kinder ist selbstständig und da weiß, glaube ich, jeder, dass das auch mal sehr schwierige Zeiten hat. Du hast mal gute Zeiten, du hast aber auch wirklich mal Zeiten, wo alles einfach sich zusammentut und dann geht das immer nur schief und dann auch bei allen zusammen, oft nicht nur bei einem, sondern bei mehreren. Und das ist nicht immer einfach, ja. Und dass wir dann natürlich alle zusammenlegen und zusammenschmeißen und die Familie am Start halten, ist klar. Und glaub mir, dass auch wir jetzt noch sehr viel Geld jeden Monat für die Kinder ausgeben, ja. Und das muss man erstmal machen, ne? Muss erstmal reinkommen. Kommt ja nicht aus der Luft, ne? Deswegen möchte ich da mal so ein bisschen auch die Hand drauflegen auf das ganze Feuer, was sich manchmal in den Kommentaren ausbreitet. Es entsteht vielleicht ein falscher Eindruck, den ich hier vermittle, aber es gibt auch viele Dinge, die ihr nicht wisst, über die ich nicht rede und die man auch nicht wissen muss. Ja, das geht ja niemandem was an. Ich zeige euch mein Leben, so wie wir es leben. Und dem einen oder anderen mag es dann eventuell so vorkommen, als könne man sich alles kaufen und könne man alles sich leisten. Dem ist leider nicht so. Wir müssen nicht nur sparsam sein, sondern müssen sogar sehr sparsam sein, dass wir natürlich auch mal draußen essen gehen können, ist klar, ja, Alhamdulillah, das können wir machen, aber das können wir auch nicht jeden Tag machen. Wie ihr gesehen habt, sind mein Mann und ich am Anfang immer essen gegangen und ich habe ganz stolz verkündet, ja, ich koche jetzt nicht mehr, wir gehen jeden Tag essen. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, dass wir da jeden Tag dann gut 30 € ausgeben und dass das Portemonnaie dann auch ganz schön schnell sehr leer wird, ne? Und das Geld einfach nur so weggeht. Ich habe das in meinen Vlogs öfters auch gezeigt. Und das ist nicht einfach. Das kann man einfach nicht machen, ja. Deswegen haben wir da einen Stopp gesetzt und haben uns dann entschlossen, zu Hause zu kochen, weil das wesentlich günstiger ist natürlich. Natürlich wussten wir das, ja, ist ja nicht so, dass wir doof sind, aber man hat halt gedacht, okay, man kann sich auch mal einen Urlaub gönnen. Das kann man ja mal machen im Urlaub, kann man auch, Alhamdulillah, kann man machen, ja, aber
das wollen wir nicht. Ne? Da gibt es dann eben Dinge, die wir dann dafür kaufen müssen. Wir haben ja auch einiges hier kaufen müssen, weil hier das gar nicht da war. Das haben wir die letzten Jahre ja auch nicht gemacht. Da war auch kein Fernseher da. Die Waschmaschine war auch alt. Und es gab noch ein paar andere Dinge, die hätten gemacht werden müssen. Auch da haben wir ja immer geschoben. Ne? Warum? Na klar, ist logisch. Man muss überlegen, man muss abwägen, man muss gucken, was kann man machen, was will man machen und was ist überhaupt da möglich zu machen. Und da würde ich mal sagen, also viele Leute, glaube ich, haben das gar nicht so auf dem Plan gehabt, ne? Dass man einfach auch sich das gar nicht leisten kann. Ja? Man muss sparsam sein. Dass es mir nichts ausmacht, persönlich als Frau und Mama. Ich glaube, da kann mein Mann ganz froh sein und meine Kinder auch, dass sie so eine Mama haben und so eine Frau haben, der das alles nichts ausmacht und die sogar glücklich ist, wenn sie sparen kann. Ich glaube auch, das sind nicht viele. Ich glaube auch, dass es nicht so viele Menschen gibt, die da sich so zurücknehmen und lieber für andere das Geld ausgeben und für andere Geld sparen und für andere das Geld eben, welches man dann einspart, geben, statt für sich selbst. Aber bin nun mal so, das ist meine Art, auch wenn es viele vielleicht nicht begreifen können und sagen, du bist ja echt doof, wie kannst du, hast ja nur ein Leben. Ich habe auch schon mal erzählt, für mich gilt es nicht. Für mich ist dieses Leben eine Herausforderung. Für mich ist dieses Leben eine Prüfung. Für mich ist dieses Leben eine Aufgabe. Ja? Wir sind nun mal gläubige Menschen und erhoffen uns von dem, was wir tun, für die gute Taten, die wir auf dieser Welt vollbringen, die entsprechende Belohnung. Das ist unser Glaube, das ist unsere Einstellung. Und ich bin glücklich damit. Und ich glaube, das ist doch etwas Schönes. Das ist ja nichts Schlechtes, oder? Natürlich kann man sagen, ja, du bist ja auch wichtig, du musst auch an dich denken und du musst auch für dich Dinge kaufen und machen und tun. Aber wenn es mir ja mehr Spaß bringt, für andere da zu sein und es mir mehr Freude bereitet, doch Geld einzusparen und das für wichtigere Dinge auszugeben als für mich, dann ist es doch aber auch, ja, mein Recht ist es zu hart ausgedrückt, dann kann ich es doch auch so machen und möchte das ja auch so machen. Und ich glaube, dass wenn es das ist, was mich glücklich macht, dann ist das doch schön. Und es gibt schlimmere Dinge, die man machen wollen würde, um glücklich zu sein. Ich glaube, das ist doch mein Recht. Ja, ich kann ja das, denke ich, tun, um glücklich zu sein, was ich möchte. Und wenn es eben mein Sparfuchs sein ist, was mich glücklich macht. Und wenn es mich glücklich macht, wenn ich für andere dann da sein kann, in welcher Art auch immer, und mich selbst zurücknehme in dem, was ich gerne möchte oder mir wünsche, oder dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung so. Und es gibt tatsächlich nichts, was ich mir in diesem Leben wirklich wünsche. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass wir alle gesund bleiben, dass wir alle unseren Glauben behalten können und dass wir es schaffen, unsere täglichen Aufgaben einigermaßen gut zu bewältigen, die uns gestellt werden. Das sind Dinge, die mich glücklich machen. Alles andere ist unwichtig. Geld, Dinge kaufen, Geld für tolle Sachen ausgeben, für teure Sachen ausgeben, Dinge für Sachen ausgeben, die man im täglichen Leben braucht. Ja, okay, aber es muss ja nicht das Teuerste sein und das Beste sein. Ja, da kann jeder ja seine Prioritäten setzen und jeder auch dafür sich entscheiden, was er gerne machen möchte. Viele Menschen sind glücklich, wenn sie sehr viel Geld für den Friseur ausgeben. Ja, es wird mir auch oft vorgeworfen, als ich meine Haare immer gefärbt habe. Geh doch zum Friseur, mach das doch nicht selbst. Du machst deine Haare kaputt. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Es geht mir darum, nicht nur darum, dass es teuer ist, zum Friseur zu gehen.
Natürlich ist der Hauptgrund mit inzwischen. Ja, früher war das überhaupt nicht der Hauptgrund. Früher war es einfach das Experimentieren an meinen Haaren. Ja, das mir so viel Spaß gebracht hat. Das ist selbst zu erlernen, es selbst herauszufinden. Inzwischen hätte ich da jetzt auch keinen Bock mehr zu. Inzwischen würde ich dann sagen, okay, ich kann ja lieber zum Friseur gehen, aber es ist mir zu teuer. Ja, und deswegen mache ich es selber. Aber als ich es damals immer gemacht habe, war es einfach schön zu versuchen, es selber hinzubekommen. Es hat viel Geräusch. Es hat mir Spaß gebracht, wisst ihr? Und es war etwas, wo ich etwas dazu lernen konnte. Etwas, wovon ich später sagen kann, ja, ich habe mir die Haare immer selber gefärbt. Ich weiß, wie man so eine Mischung ansetzt. Ich weiß, wie man sie in die Haare schmiert, ob es nachher gut ist, ob ich es richtig gemacht habe oder falsch. Das ist ja Wurst. Aber ich habe das ein paar Mal gemacht und ich kann jetzt so einigermaßen sagen, ja, okay, ich könnte das nochmal machen, ja. Aber dass es mir inzwischen keinen Spaß mehr bringt, also da habe ich im Moment keine Lust mehr zu. Und wenn ich mir die Haare färben lassen wollen würde, dann würde ich lieber jetzt zum Friseur gehen und würde das nicht machen lassen, würde es nicht selber machen wollen. Aber es ist natürlich auch teuer, ne? Obwohl hier in der Türkei ist es nicht ganz so teuer wie in Deutschland natürlich, aber also dafür für einen Friseurbesuch so viel Geld auszugeben, habe ich gar keine Lust und gar keine Ambition, würde ich nicht machen, würde ich es wieder selber machen, eben weil es sehr viel günstiger ist. Aber ich habe mich entschlossen, ich lasse meine Haare jetzt einfach mal so, wie sie sind, aber egal, ob sie amal, ich bin schon wieder türkisch, ob sie nun blond sind oder dunkelblond, ich glaube, das interessiert auch keinen mehr. Wie ihr seht, bin ich auch inzwischen nicht mehr geschminkt. Das hat aber den Grund natürlich, weil ich immer bete und früher habe ich mich ja morgens geschminkt und bin dann auch den ganzen Tag so rumgelaufen, aber inzwischen geht das ja nicht mehr, weil wir unsere Gebetswaschung damit nicht. Wir dürfen damit nicht beten, weil das muss immer ab vor der Waschung. Und ich finde es so doof, für 2 Stunden sich zu schminken und dann wieder abzunehmen. Das habe ich noch nie verstanden, wie man sowas machen kann. Deswegen schminke ich mich im Moment nicht mehr. Was ich aber gerne machen wollen würde, wären wieder meine Videos, meinen Beauty-Kanal wieder aufleben zu lassen. Aber dafür konnte ich mich im Moment noch nicht so aufraffen. Mir fehlt doch einfach irgendwie die Zeit. Ich weiß nicht, als würde die Zeit weglaufen und so tun, bloß, fang bloß nicht wieder an. Du hast überhaupt gar keine Zeit dafür. Ich habe wirklich keine Zeit. Der Tag ist so befüllt mit all den Dingen, die ich machen muss. Und insofern, ich komme da wirklich nicht zu, aber vielleicht schaffe ich das nochmal irgendwann. Ich hoffe es jedenfalls. Mein Lieben, ich wollte euch einfach nur noch mal erzählen. Ich bin vielleicht geizig, man kann es geizig nennen, man kann es auch sparsam nennen, man kann auch sagen, es ist ein Muss. Ja, ich glaube, das ist ein Mischmasch aus allen drei Dingen, aber das ist nicht unbedingt negativ zu bewerten. Ja, es ist etwas, was man eben so macht bei uns oder bei mir. Es ist so, es bringt mir Spaß, es muss auch sein und es ist von Nutzen oder für den Nutzen meiner Familie und stelle mich persönlich wieder in den Hintergrund, so wie ich es immer mache. Ganz egal, was ich auch in diesem Leben tue, ich denke immer zuerst daran, dass es dem anderen gut geht und dann erst an mich selbst. Vielleicht denke ich auch gar nicht an mich selbst, sondern denke nur an den anderen und überhaupt nicht und bin mir und bin für mich ist mein Körper, meine Person eigentlich nicht so wichtig. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber ich finde das auch nicht schlimm, denn ich bin ja glücklich so damit und ich könnte es ja ändern. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich das unbedingt machen muss. Ich kann ja sagen, stopp, jetzt bin ich wichtig und ich mache das alles jetzt für mich und jeder soll doch bitte, ne, mir doch egal. Das kann ich ja genauso machen. Es ist ja nichts, was von mir verlangt wird. Ganz im Gegenteil, ich verlange von den anderen, dass ich möchte das so. Ja, ich möchte nichts für mich. Es ist ja nicht so, dass ich von den anderen dazu gedrängt werde, sondern im Gegenteil, jeder versucht ja, mich zu überreden, es zu machen. Zum Beispiel mit meinem Arztbesuch. Andauernd werde ich von allen Kindern genervt, doch zu diesen privaten Ärzten zu gehen, das Geld auszugeben, mich einmal richtig behandeln zu lassen wegen meinem Husten und hast du nicht gesehen. Ich werde andauernd benervt, ich soll mir doch teure Klamotten kaufen, ich soll doch besser auf mich achten, ich soll doch auf meine Ernährung achten. Ich soll doch dies und das tun, ja. Ist alles nett und lieb, aber ich mache es trotzdem nicht, ja. Also es ist ja nicht so, dass ich da von irgendjemandem zu gezwungen werde und von meinem Mann schon überhaupt nicht. Also überhaupt nicht da auf falsche Gedanken kommen. Der erste Mensch, für den, der für meinen Mann wichtig ist, bin ich. Und er würde alles für mich in dieser Welt ausgeben, an Geld, an Mühe, an hast du nicht gesehen.
wird er für mich bezahlen, ausgeben. Es ist kein Mann, der meckert, dass ich das und das gekauft habe, dass ich das und das ausgebe. Ja, es gibt so viele Männer, die ihre Frauen anmeckern, weil sie zu viel Geld ausgeben. Im Leben nicht. Ganz im Gegenteil, ich werde ausgemeckert, weil ich es eben nicht mache, weil ich nichts ausgebe, weil ich nicht an mich denke und weil ich mir nichts gönne und weil ich mir nichts kaufe. Also im Gegenteil, mein Mann ist wirklich sehr, 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 sehr freigebig für mich, für meine Kinder und für jeden. Und da habe ich wirklich Glück gehabt. Aber es ist einfach nur ich. Ich bin so eigenartig, ich bin so gepolt, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht normal, ich habe mich jetzt hier ganz in Rage geredet, weil es ist ein Thema, was mir einfach so wichtig ist, ja. Ich bin, wie ich bin, da kann man mich, ich werde so auch sterben, ja, das ist meine Charakterart. Es gibt eben Menschen, die sind sehr selbstlos und die sind sehr sparsam und sie sind glücklich damit, so wie ich. Und auch wenn man das vielleicht nicht glauben kann, weil ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so sind wie ich. Das soll gar nicht hochtrabend oder eingebildet oder irgendwie so sein, sondern es ist einfach so. Ja, es gibt wenig Menschen, die nicht an sich selbst denken und die eben nicht an ihren eigenen Vorteil denken und die eben nicht für sich alles ausgeben. Ich glaube, das ist der Ruf zum Gebet, sondern die eben tatsächlich auch sehr egoistisch sind, ja, und alles für sich raffen und alles für sich haben wollen. Aber gut, mein Lieben, ich möchte jetzt dieses Video beenden, weil der Gebetsruf ruft, dann dürfen wir nicht so viel reden, wir sollen dem Gebetsruf ja lauschen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ich ein bisschen was verständlich rübergebracht habe. Vielen Dank und bis bald. Tschüss!